Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun, was haben wir denn? Mittwoch, den 27.07.2022. Und unsere Schildkröte ist ein bisschen abgetaucht hier. Hat sich von ihrem Steinchen da runter bewegt und ist hier, naja, nicht ganz senkrecht, kann man so nicht sagen. Ist aber gut ein Stückchen runtergetaucht. Wenn wir unseren DAX jetzt hier auf Tagesebene angucken, wird es jetzt interessant. Wir sind nämlich mal raus aus den letzten Tagen. Noch nicht raus aus der Tageskerze, die hier wirklich sehr potent drinnen steht. Wir sind mal raus aus den letzten Tagen und stehen jetzt hier, ich sag mal schon, an einer kritischen Stelle, oder was heißt kritischen Stelle, an einer eigentlich interessanten Stelle, an einer spannenden Stelle, weil ich sag mal von hier jetzt doch, wir sprechen gleich über die Chancen, die sich auf der Oberseite auftun. Ich möchte jetzt erstmal auf die Risiken eingehen, die auf der Unterseite entstehen, denn man muss ganz klar sagen, wir haben oft genug gesprochen, Abdrehen am oberen Band in einem Abwärtstrend kann gefährlich werden, ne, ähnlich wie sowas hier. Ne, dreht er sich, kommt er an dem Band oben nicht raus, steigt nicht aus dem Band oben raus. So, hier ist er auch nicht rausgestiegen, hier ist er bloß dran gestiegen und dann zur Seite gemacht und dann weggedreht. Und hier sind wir auch wieder ans obere Band, zur Seite gedreht und nicht rausgestiegen oben und drehen jetzt ein. Und da muss man jetzt wirklich aufpassen. Also ich würde jetzt ganz klar sagen, Long zurückstellen, also Long-Versuche zurückstellen, solange da jetzt keine Stärke zu sehen ist. Und Stärke würde ich wirklich definieren im Sinne von, wir erreichen oben bestimmte Kursniveaus und überbieten die auch tatsächlich. Ja, also wir triggern uns wieder in bullische Szenarien ein. Denn wenn der jetzt nach unten abtaucht, ich sag mal, im schlimmsten Fall macht er wirklich, so wie wir das vor ein paar Tagen besprochen haben, vom oberen Band einfach bis nach unten durch und bis ans untere Band wieder ran. 12.500. Dann steht er in einem Punkt, wo man sagen kann, okay, dann ist das hier auch bloß eine Flagge seit dem Tief, eben kein Doppelboden, kein klassischer richtiger Doppelboden, sondern bloß eine kleine Flagge, die sich von diesem potenziellen Doppelboden weggebildet hat. Und wenn dann die 12.500 nach unten gegrillt wird, dann kriegen wir schon bald wieder drüber, dass nochmal so eine Welle wie hier ist, nach unten treten kann, von da beginnend. Also, der muss ja wirklich aufpassen, dass er sich nach unten jetzt nicht verschluckt. Wir haben 12.900 da im wichtigen Bereich im großen Stil, und wir haben 12.500 Bereiche im großen Stil. Und deswegen würde ich auf der Long-Seite mich wirklich ein bisschen zurückhalten, wenn der jetzt anfängt, weiter nach unten durchzuklickern. Und wenn der anfängt, nach unten die ganzen Widerstände rauszunehmen und Unterstützung rauszunehmen. Na, weil das schon gewissermaßen ein Risiko hat, dadurch, dass wir halt immer noch diesen scheiß Abwärtstrend im Nacken haben. Oder was heißt scheiß Abwärtstrend im Nacken haben? Den Abwärtstrend im Nacken haben halt. Ne? Ist ja nicht scheiße. Hindert den DAX aber hier ganz klar daran, oben wieder ein bisschen zur Stärke zu kommen. So, aber, und damit kommen wir zum bullischen Szenario. Die Tatsache mit dieser Flagge und diesem Seitwärts da oben und dieser 1360, ich meine, wie oft haben wir jetzt in die letzten Tage, Wochen darüber gesprochen, dass der noch da unten die 1360, 1320 abholen kann. Jetzt hat er es getan. Jetzt hat er es getan, hat auf dem alten Hoch aufgesetzt und auch direkt reagiert. Man hat gesehen, da kommt Reaktion. Was man noch nicht gesehen hat, ist Dynamik in der Reaktion. Und wenn Dynamik nicht nach oben kommt, zeigt das immer ein bisschen, dass noch nicht genug Käufer mit drin sind. Das könnte bedeuten, dass wir zum Mittwoch noch ein bisschen schwächer reinstarten. Gegebenenfalls vielleicht die 13.000 nochmal austesten. Und dann will ich aber wirklich Butter bei die Fische. Dann will ich richtig Terz in dem Jungen drin sehen, dass er wieder hier oben reingehen kann in seine 13.180, 13.190. Und ich sag mal, wenn er das überwindet, ja, wenn er da wieder drüber kommt, dann ist der Gap Close hier relativ schnell gemacht bei 13.230 und dann steht er auch ruckzuck wieder an 13.300. Und wenn er die Leute sich dann gut vorgelegt bekommt, dann schafft er das auch glatt durchzuschieben und die nächsten Ziele mal anzugehen, die wir hier gemacht haben. Das heißt, wir sind hier jetzt tatsächlich in einem Bereich, der für die Longseite natürlich sehr interessant ist, aber eben auch ein gewisses Risiko birgt. Ne? Weil wenn der DAX nämlich diese Bereiche hier, 13.60 und die 13.000, nicht nach oben gehalten kriegt, dann ist, guck mal hier, das ist Klapfen der Leere hier unten. Ja? Also der kann im Grunde voll durchschieben. Ja? Und deswegen würde ich da wirklich aufpassen und gegebenenfalls vielleicht einfach abwarten, bis die Signale nach oben kommen. Ich meine, wenn wir davon sprechen, dass wir hier eine Bewegung bis in den Bereich kriegen können, dann muss ich nicht unten unbedingt im absoluten Tief unten drin sitzen für eine Position. Ne? Dann reicht es vielleicht auch, den erstmal ein bisschen kommen zu lassen, erstmal ein bisschen abzuprüfen, will er denn wirklich hochkommen, den Käufer, was sieht, kommt denn hier Stärke rein, um das dann eben so mitzunehmen. Weil man muss eben schon sagen, hier ist halt ein bisschen Risiko drin. Ich weiß, es mögen immer viele lieber dieses Dagegenhauen, die wollen immer im absoluten Tief Long drin sein. Das sind potenzielle Zonen dafür, aber man muss es ja auch nicht so handeln. Ihr könnt machen, was ihr wollt, das ist letztendlich dann egal, oder mir egal, kann man so sagen.
Ich würde es bloß betonen, dass wir ja viele Leute beobachten und diejenigen, die immer versuchen, die Tiefs und die Hochs zu shorten, die Tiefs zu long, sind eigentlich die, die in der Regel eher dazu neigen, doch das öfter mal einzahlen zu müssen, weil das Depot dann irgendwann kaputt geht. Ja, also von daher nicht ganz empfehlenswert. So, Punkt. Das dazu, mehr brauche ich nicht sagen. Wir haben tagelang uns darauf vorbereitet. Jetzt ist die 1360 mal gekommen. Jetzt ist die 1360 mal gekommen, hat gut reagiert. Wollen wir es jetzt nicht kaputt reden? Aber ich will jetzt hier Action sehen. Die 1,80, 1,90 Widerstand von unten kommt. Ne? Das heißt, die kann auch nach unten reagieren. Auch eine 13,50 kann schon nach unten reagieren. Geht er natürlich dann drüber, wird es wieder positiver, muss dann aber auch kommen. Und ich sag mal hier per Augenmaß, das seht ihr doch, ne? Wie die zwei Linien hier aufeinander klassen. Da tropft einem schon fast der Zahn. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass man das vielleicht zum Mittwochvormittag noch schnell holt. Dann mal kurz auf die 13.000 drauframmeln und wenn er sich dann schön hochgedreht kriegt, eine schöne grüne Stundenkerze hochmacht. Und hier auch ein paar Aufwärtskäppchen wieder über die 13,81, 13,90 schiebt. Sowas will ich sehen. Dann schafft er auch das wieder rein in unseren Trigger und ab dafür. Aber muss eben dann auch kommen. Ja, und das ist mir einfach nur wichtig, euch darzustellen. Risiko wird nach unten größer. Dass er wieder richtig losrennt. Ja, nicht, dass der eine oder andere dann dasteht bei 12.400 und sagt sich, boah, jetzt habe ich hier die ganze Zeit mal long probiert. Ja, also das ist eher Short-Terrain hier. Na, würde ich schon so sagen, unterhalb von 13.000. Das ist einfach Shortzeit attraktiver. Das heißt, Rückläufe, die dann nach oben gehen und wieder runterdrehen, die können wir dann Short handeln. Aber hier wäre ich dann so ein bisschen vorsichtig, mit zu eifrig Short zu sein, weil wie gesagt, das ist eine potenzielle Auftretzone. Aber Long würde sie trotzdem erst dann wollen, wenn tatsächlich dann auch richtig da was losknattert und wenn der zeigt, dass er Stärke hat. Ja. Gut, okay, Punkt. Das ist es. Tagesschart, hatten wir gerade drüber schon gesprochen. Ne? Wir haben die rote Tageskerze gesehen, haben auch das Risiko gesehen. Auch hier können wir noch mal festhalten. Wir brauchen hier einen Tagesschluss über 13.350, um hier auch über höhere Ziele zu reden. Ja, das ist noch nicht eingetreten. Hatte sich jetzt sehr, sehr viele Tage drüber gestreut. Deswegen gibt es jetzt hier erstmal noch keine neue Signallage, außer ein erstes kleines Unterbieten der Vortagesrange. Das ist eher ein Grund eigentlich nach unten. Ja, aber. Wir haben die untergeordnete Situation im Hinterkopf mit unserer 13.060 und von daher dürfte der Mittwoch sehr, sehr, sehr spannend werden, weil entweder scheißt der komplett ab oder der fängt sich gut auf der 13.000 und legt hier die Richtschnur für die nächsten Tage und vielleicht sogar Wochen. Ja, gut, ich belasse es dabei, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.